Hallo, hallo, hallo. Und hier jetzt mal das Boot. Ja, es ist möglich, das Boot zu bauen. Sieht eigentlich auch ganz gut aus. Bisher denke ich. Ein Augenblick. Ich muss hier schon wieder mal was futtern. Schmeißen wir mal gleich ein bisschen mehr rein, damit du nicht alle paar Sekunden hier um die Ecke kommst. So, und jetzt muss er auch noch pinkeln mal aufs Boot. Ja, so sieht eben das Rohgestell aus, was ihr bekommt, wenn ihr hier das Boot hier so ausstattet. Ja, also Stahlplatten, Eichenholz, Hammer, Bolzen, Aluplatten und Schraubenschlüssel, dann bekommt ihr das Rohgestell. So, und wenn wir jetzt das Rohgestell angucken, was wir da ausstatten müssen, ja, nicht ganz ohne. Na, ich also bin schon ein Stück vorangekommen. Ja, also Gummi kann ich bis 40 jetzt füllen, theoretisch. Carbon könnte ich komplett füllen. Nee, Gummi könnte ich auch schon komplett füllen. Aber warum soll ich das reinschmeißen, wenn ich das Ding noch nicht wirklich fertigstellen kann? Denn, wie man da unten ja sieht, hier, Bootsmotor. Also dafür gibt es eine Maschine, ist auch nichts, also in dieser Maschine, die Glasfasern herstellen kann, da braucht man Glas und Bauxit. Daraus macht man dann Glasfaser. Und hier die Carbon Composite, die erhält man, wenn man Waffen recycelt. Gummi bekommt man aus der Presse. Also insofern, alles, was man hier sieht, kann man schon irgendwie finden, bauen und so weiter. Hier beim Bootsmotor, ja, da zeige ich das mal eben kurz. Denn was brauchen wir für den Bootsmotor? Bootsmotor, wo bist du? Halali, halalo, halala, da. So, und ja, bei mir immer das Problem sind die Luftfilter. Also nachts suche ich immer noch, weil das Säurebad, da brauche ich auch Luftfilter für und die, da fehlen mir noch 9 Stück. Nicht einfach zu kriegen. Die Vögel hier, also die Motorteile, das ist relativ simpel. Die Schlüssel, ja, ein bisschen aufwendiger, finde ich noch, als die Motorteile. Also ich finde weniger Schlüssel als Motorteile. Ganz krass ist es, die Gummidichtung ist natürlich auch ein Witz. Ob man dann ein Rohgestell für den Motor kriegt, weiß ich noch nicht, muss ich ja erstmal bauen. Ne? Und hier die Schiffsschraube, 3 Stück braucht man dafür. Das Boot braucht aber 2 Motoren. Also 6 Schiffsschrauben. So, und wenn man sich das mal anguckt, also die Schiffsschrauben sind auch schon im Spiel, denn ansonsten, wenn ich mich hier unten reingehe. Ach nee. Da muss ich zu Jack gehen. Der sitzt ja am Pier. Und da ist es so, bei Level 10, bin ich der Meinung, da gibt es dann zum Beispiel eine Schiffsschraube. No? Also sie ist im Spiel. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wo, wie viel und dergleichen. Ja, die Wasserpumpen sind nicht das Problem. Wie gesagt, ich habe schon ein paar auf Halde liegen. Reicht aber noch nicht, um die 10 einzubauen. Und solange ich das mit dem Säurebad nicht habe, also dass die nur noch die Motoren fehlen so ungefähr, fange ich gar nicht an, das Ding großartig zusammenzubauen, es sei denn, ich habe irgendwo einen vollen Speicher.
Ne? Selbst Aluplatten beispielsweise, jetzt haben wir hier eine, ne? Ist ja schon gemacht. Aluplatten sind ja schon komplett. Ne? Und der Rohbau wächst dann auch immer mit. Also ihr könnt förmlich dem Rohbau dann zugucken. Na, dieses Mittelteil hier, das war so noch nicht. Na, es wächst sich zurecht. Ja, das soweit zum Boot. Na, nächstes Video, neue Inhalte. Lasst ein Like da, lasst überhaupt was da, wenn euch gefallen hat, was gebraucht wird noch, wo ihr Erklärungen haben möchtet, ob es jetzt irgendwas ist, was euch interessiert. Ihr könnt Fragen stellen. Haut rein, und ein Abo freut mich immer. Abo kann man immer gebrauchen. Kostet euch nichts, bringt mir viel. Na, und ich verabschiede mich dann erstmal mit diesem. Schönen Tag noch.